Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آج شاید بعض جگہ آخری روزہ ہو, بعض جگہ کل آخری روزہ ہے, اور یوں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق گنتی کے چند دن گزر گئے. ہم میں سے بہت سو نے ان دنوں کے فیض سے فیض اٹھایا ہوگا, بعض کو ان دنوں کے لیے میں نئے تجربات ہوئے ہوں گے. Diesen Tagen gewonnen. Jetzt müssen wir dafür beten und unsere Bemühungen dahingehend lenken, dass diese Segnungen und dieser Segen und diese spirituellen Erfahrungen ein Teil unseres Lebens werden und unsere Schritte zu Allah nicht stehen bleiben, sondern immer voranschreiten. Und jeder Schritt möge viele Segnungen mit sich bringen. Heute ist der letzte Freitag des Monats Ramadan und die meisten von uns sind durch die Segnungen von Allah bemüht, regelmäßig das Namaz Jumma zu verrichten. Aber es gibt auch viele solcher Menschen, die heute, den heutigen Freitag, eine große Bedeutung zusprechen und schenken. Und durch die Segnungen Gottes gibt es in der Jamaat sehr viele Ahmadis, die überall verbreitet sind, viele Jamaats, die überall verbreitet sind. Und aus verschiedenen
Hintergründen gibt es Menschen, die die Ahmadiyyat akzeptieren, und es gibt auch verschiedene Denkweisen, die die Menschen mitbringen. Und es gibt Menschen, die das ganze Jahr über dem Freitag nicht so viel Wichtigkeit zumessen, aber dem letzten Freitag diese Bedeutung schenken. Und es ist unter den Muslimen eine gängige Ansicht, dass die Teilnahme an diesem letzten Freitag, der als Jummatul Wida, also der Freitag des Abschieds unter den Muslimen bekannt ist, dass sie diese Teilnahme ihnen genügt, um alle ihre Schwächen und Sünden, die sie im vergangenen Jahr begangen haben, und dadurch können sie sich erlösen lassen durch diesen Freitag. Und dass dieser Freitag quasi ihnen die Möglichkeit gibt, alle Gottesdienste, die sie das ganze Jahr über tun müssen, hier an diesem einen Freitag, dass sie dies leisten können. Es gibt wahrscheinlich wenige solcher Menschen, die dies denken, aber jenen Menschen möchte ich noch einmal aufmerksam machen, sie sollten wissen, dass dieser Freitag und die Teilnahme an diesem Freitag uns nicht den Sinn unseres Lebens erfüllen lässt. Das Wort Gottes und die Aussagen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam machen diese Sache deutlich und beweisen, dass der letzte Freitag des Monats Ramadan und an diesem zu besuchen und an diesem zu beten niemals zur Erlösung führen kann und sich damit zu begnügen. Und wenn der Mensch Erlösung erlangen möchte und denkt, dass er an diesem Freitag teilnehmen kann und dies passieren kann und er seine Welt retten kann und seinen Jenseits auch retten kann, das alles ist falsch und nicht belegt. Unsere Jugendlichen und alle unter uns, jene, die Schwäche zeigen im Freitagsgebet, sollten wissen, dass es unter den Nicht-Ahmadis ein Konzept des Jummatul Wida gibt, aber in der Ahmadiyya Muslim Jamaat gibt es gemäß Allahs und den Aussagen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seiner Lehre, kein Konzept des Jummatul Wida und des Freitags des Abschieds. Und das darf auch nicht passieren. Wenn Sie heute an diesem Freitag mit besonderer Aufmerksamkeit teilnehmen und Ihrem Herzen den Gedanken haben, dass Sie fortan sich vornehmen und beschließen, dass Sie Ihre Schwächen beseitigen, welche Sie an den Freitagsgebeten zeigen und vielleicht nicht an dem Jumma teilnehmen. Und wenn Sie sich vornehmen, dass ich jetzt mir vornehme, dies zu tun und regelmäßig und immer am Freitagsgebet teilzunehmen, dann sicherlich ist dieser Freitag sehr bedeutend für Sie. Und dann ist dieser Tag sehr bedeutend für Sie. Und nicht nur dieser Freitag ist für Sie dann gesegnet, sondern diese reine Änderung, die Sie in sich hervorrufen möchten, dieser Moment ist sehr segensreich, in welchem Sie beschlossen haben, sich zu reinigen. Und jemand, der sich dies vornimmt, dieser Augenblick, in dem er diesen Gedanken im Herzen gefasst hat, dass er die Gebote Allahs fortan ihnen Wichtigkeit beimessen möchte und diese beibehalten möchte, für ihn ist dieser Tag und dieser Moment wie das Laylatul Qadr, wie die Nacht der Bestimmung. Nach der Nacht hat er die Möglichkeit, den Tag zu erblicken. Und wie ich in der letzten Freitagsansprache auch gesagt habe, der verheißene Messias a.s. hat gesagt, dass der Mensch ein Laylatul Qadr hat, welches auch bedeutet, dass es jener Moment ist, in welchem er in sich eine reine Änderung hervorruft und sich Gott niederwirft und seinen Geboten folgt und verspricht, diese zu befolgen. Wir sollten über die Wichtigkeit des Freitags wissen, was Gott uns gesagt hat. Diese Verse, die ich eben rezitiert habe, geben uns Aufschluss darüber. Allah sagt im ersten Vers: O ihr Menschen, die geglaubt habt, wenn
in einem Teil des Freitags ihr gerufen werdet für das Gebet, dann sollt ihr schnell zu ihm hingehen und ihr sollt euren Handel beiseite lassen. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Im nächsten Vers heißt es, wenn das Gebet verrichtet wurde, sollt ihr euch auf der Welt verbreiten und die Segnungen Gottes suchen. Und ihr sollt Allahs oft gedenken, damit ihr Erfolg habt. Es ist also klar und deutlich geworden, dass Allah den Besuch des Freitagsgebets und die Beiseitelegung aller weltlichen Angelegenheiten für dieses Gebet und die Gottesfurcht, dass das Dinge sind, auf die Allah aufmerksam gemacht hat. Allah hat in diesen Versen die Freitage des Ramadan und den letzten Freitag des Ramadan nicht insbesondere hervorgehoben oder geboten, sondern ohne Unterscheidung wurde von dem Freitagsgebet gesprochen und über die Wichtigkeit des Freitagsgebets gesprochen. Allah sagt, jedes Freitagsgebet ist wichtig. Wenn ihr Gläubige seid, und sagt, dass ihr geglaubt habt, dann ist der Freitag besser als jeder andere Tag für euch. Und er wurde vor allem für das Gedenken Gottes für euch festgelegt. Und ihr sollt zu dieser Zeit euren Handel, eure weltlichen Beschäftigungen beiseite legen. Ja, Yolazina Amenu, also oh ihr Menschen, die geglaubt habt. Das heißt, für den Glauben ist es eine unabdingbare Bedingung. Es ist eine notwendige Bedingung, dass ihr zum Freitagsgebet kommt und an jedem Freitagsgebet teilnehmt. Ohne einen triftigen Grund nicht teilzunehmen, bedeutet, dass der Mensch sich Sorgen machen muss um seinen Glauben. Auch jene Menschen sollten darüber nachdenken, die spät kommen zum Freitagsgebet, die, wenn sie ihren Job und ihre Arbeit erledigen wollen, dann sollen sie dies rechtzeitig tun. Und Allah sagt, wenn ihr zum Freitagsgebet gerufen werdet, und jeder weiß, dass um 1 Uhr hier gebetet wird und in den verschiedenen Orten gibt es verschiedene Zeiten, die festgelegt wurden. Und vor allem in Europa ist die Zeit der Reise auch wichtig, dass man diese mitkalkuliert und dementsprechend sich vorbereitet. In diesen Ländern gibt es viel Verkehr und es gibt auch Parkplatzprobleme. Es gibt viele Probleme, wenn man im Stau ist. Diese ganzen Dinge sollte man mit einkalkulieren am Freitag und sollte gemäß dieser Zeit und rechtzeitig dann zum Gebet kommen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat für jenen, der rechtzeitig zum Freitagsgebet kommt, als jemanden bezeichnet, der großen Lohn bekommt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass am Freitag an jeder Tür Engel dastehen, und sie schreiben auf, wer als erster in die Moschee kommt, und sie bereiten eine Liste vor, bis der Imam seine Freitagspredigt hält, und sie verstauen ihre Notizbücher weg, die Engel, und schreiben nicht mehr auf. Das heißt, jeder, der in die Moschee kommt, sollte rechtzeitig kommen am Freitagsgebet und sollte Gottes gedenken und er bekommt einen großen Lohn dafür. Wenn man auf den Imam wartet und auch während des Freitagsgebets, kann man von dem Lohn und von der Belohnung profitieren. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat jene Menschen, die dem Freitagsgebet keine Bedeutung beimessen, ermahnt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer bewusst 3 Freitagsgebete ablässt, er, Allah, versiegelt seine Herzen. Wir sollten diese Notwendigkeit verstehen. Jeder von uns sollte diese verstehen. Weder hat der Heilige Koran, hat Allah im Heiligen Koran, noch hat der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam irgendwo gesagt, dass ihr das letzte Freitagsgebet des Ramadan verrichten sollt und dass das
ein wichtiges Freitagsgebet ist, sondern alle Freitagsgebete sind wichtig. Es heißt sogar in einem Hadith, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, O ihr Muslime, am Tage des Freitags sollt ihr, Allah hat euch diesen Tag zum Eid-Tag gemacht, zum Feiertag gemacht. Ihr sollt euch waschen an diesem Tage und dorthin gehen. Das ist die Notwendigkeit und die Bedeutung dieses Gebets. Und wir sollten an jedem Freitag uns vorbereiten und unsere Beschäftigungen beiseite legen. Alle Arbeiten und alle Unternehmungen und alle Handel, jeglichen Handel sollten wir beiseite legen und rechtzeitig in die Moschee zum Freitagsgebet kommen. Durch die Hadith lernen wir, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr offensichtlich die Wichtigkeit und Notwendigkeit des Freitagsgebets erklärt hat. Und das beweist, dass der Rang eines gläubigen Menschen und der Rang eines Glaubens, des Glaubens des gläubigen Menschen, gebietet es, dass jeder gläubige Mensch an jedem Freitag zum Gebet kommt. Und nicht nur dies, sondern vielmehr ist es wichtig, dass man auch das den negativen Aspekt und die Ermahnung versteht. Das heißt, wenn man bewusst das Freitagsgebet nicht verrichtet, dann verschließen sich die Herzen. Das ist ein Grund großer Sorge und Furcht. Für jene, die Schwächen zeigen, sie sollten sich kontrollieren und überprüfen. Und ohne Grund sollte man diese Schwächen ablegen, wenn kein Grund besteht und man diese Schwächen an den Tag legt. Der Islam ist eine Religion des Mittelweges. Er ermahnt uns nicht nur und es gibt nicht nur harte Gebote und Furcht, sondern wie ich gesagt habe, es gibt auch Gründe und es gibt wahrscheinlich auch notwendige oder einige Gründe, warum vielleicht jemand nicht zum Freitagsgebet kommen kann. Diese erlaubten Gründe sind möglich, aber der heilige Prophet Muhammad hat diese auch erläutert, was diese erlaubten Gründe sind. Was sind jene Leute, welche sind jene Leute, die einen Grund haben, einen triftigen Grund haben, nicht zu kommen? Der heilige Prophet Muhammad sagte, für jeden Muslim ist es wichtig, mit der Jamaat das Jumma zu verrichten, außer vier Ausnahmen. Und diese vier Ausnahmen sind folgende: Sklaven, Frauen, Kinder und Kranke. Das ist die schöne Lehre des Islam, dass man solche Menschen, die einen triftigen Grund haben, ihnen auch diese Möglichkeit lässt. Nicht für jede Frau und für jedes Kind und für jeden Sklaven und für jeden Kranken. Sklaven, die aufgrund ihrer Herren, die hart sind, nicht kommen können. Diese sind Ausnahmen von der Kategorie, dass ihre Herzen schwarz werden. Für sie wurde nicht gesagt, dass ihre Herzen versiegelt werden, wenn sie nicht kommen. Wenn Frauen kommen, dann ist es gut. Sie sollen auch das Namaz Ba'al Jamaat, die fünf Gebete, das ist eine Pflicht für die Männer. Es ist nicht eine Pflicht für die Frauen, unbedingt zur Moschee zu kommen, zum Gebet. Aber wenn sie zum Freitagsgebet kommen, dann ist es schön. Wenn sie es nicht tun, dann ist es auch kein Grund zur Sorge. Aber es gibt Frauen, die kommen mit kleinen Kindern. Und manchmal stören sie auch andere. Und dann gibt es auch Frauen, die andere Beschäftigungen haben zu Hause. Deswegen haben sie die Erlaubnis, zu Hause zu bleiben. Und Frauen mit kleinen Kindern, die stören, sollten gar nicht kommen. Auch wenn sie kommen können. Denn andere Betende werden dadurch gestört und ihr Gebet und ihre das Hören der Ansprache, Freitagsansprache wird gestört. Zum Eid zu kommen, ist auch für jede Frau Pflicht. Auch wenn sie nicht beten kann, soll sie die Ansprache hören. Ebenso Sklaven sind wegen ihrer Herren nicht in der Lage, aber heutzutage gibt es keine Sklaverei. In der alten Zeit gab es Sklaverei, in der heutigen Zeit gibt es diese nicht. Jene Menschen, die angestellt sind,
können nicht in der Kategorie der Sklaven gezählt werden. Auch sie sollten sich nicht darin zählen, außer es gibt einen sehr starken Grund und der Herr oder der Chef ist so hart, dass er ihnen nicht freigibt und sie dadurch hungern müssten, wenn sie zum Freitagsgebet gehen und nichts essen könnten. Das ist eine Ausnahme. Das ist eine äußerste Ausnahme und eine äußerster Grund. Und in einer solchen Ausnahme ist es sogar erlaubt, Haram zu essen. Aber eine solche Ausnahme ist nicht die Regel. Es gibt, wenn man mit dem Chef spricht, auch wenn er ein Christ ist, gibt es viele, die an irgendeinem Freitag frei bekommen. Es gibt auch viele Ahmadis, die mir gesagt haben, dass sie gar nicht ihre Arbeit angenommen haben, weil sie am Freitag nicht frei bekommen und Allah hat ihnen einen besseren Job gegeben. Wenn wir dies beachten, dass wir dem Freitag eine große Bedeutung zumessen müssen und auch dafür beten, wenn es harte Zeiten gibt und wir das Freitagsgebet nicht verrichten können, dass Allah uns dann Wege öffnet, dann erhört Allah die Gebete, die mit schmerzhaften Herzen gesprochen wurden, und er öffnet uns Wege und öffnet uns Wege der Vereinfachung. Genauso sollte man kleine Kinder nicht zum Freitagsgebet holen, weil andere dadurch gestört werden, wie ich gesagt habe. Und Frauen, habe ich bereits erwähnt, die sollten nicht. Und es gibt auch Männer, die ihre Kinder mitbringen, auch sie sollten aufpassen. Und wenn sie ein Kind mitgebracht haben, dann ist es wichtig, dass man sie in dem Teil, in dem Bereich sitzen lässt, wo Kinder sitzen. Das sind die vier Ausnahmen, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns genannt hat. Außer diesen Ausnahmen ist für jeden Menschen Pflicht, zum Freitagsgebet zu kommen. Und vor allem am Freitagsgebet sich vorzubereiten, ist wichtig. Das ist eine Pflicht. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welcher der letzte vollkommene Mensch war, der eine Scharia, ein Gesetz brachte, er brachte eine Lehre, welche den Menschen mit Gott verbindet. Er wollte für seine Gläubigen hohe Ränge des Glaubens und der Spiritualität sehen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns durch verschiedene Art und Weise uns darauf aufmerksam gemacht, wie der Mensch sich vor seinen Sünden beschützen und bewahren kann, wie er die Nähe Gottes erlangen kann, wie er seine guten Werke weiterführen kann und wie er dem Sinn seines Lebens gerecht werden kann. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die fünf Gebete bis zum nächsten Freitag und der Ramadan bis zum nächsten Ramadan, alle Sünden, die dazwischen passieren, können vergeben werden, solange der Mensch sich vor großen Sünden bewahrt. Das ist die Rechtleitung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam für uns, die uns vor Sünden bewahrt und mehr noch, die uns die Möglichkeit gibt, uns vergeben zu lassen und uns in der Spiritualität voranschreiten zu lassen. Jener, der nach einem Gebet sich um sein nächstes Gebet sorgt, wird jemand, der ein Sündiger ist, jemand, der ein tyrannischer Mensch ist, der wird nicht auf das nächste Gebet warten, dass er nach dem Gebet wieder Sünden begeht oder die Rechte anderer verletzt oder andere tyrannisiert. Und wenn es einen solchen Menschen gibt, der dies tut, dann ist sein Gebet nicht ein Gebet. Und er begeht große Sünden. Wenn es einen Unterdrücker gibt, dann betet er nicht für Gott. Er ist sich seiner Sünden
nicht eingedenk. Und solche betende Menschen gehören zu jenen, deren Gebete für sie ein Mittel zur Zerstörung werden. Und gemäß dem Heiligen Koran werden ihnen diese Gebete aufs Gesicht geworfen. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte 5 Gebete und hat uns auch aufmerksam gemacht, dass diese 5 Gebete für euch Pflicht sind. Und diese sollt ihr mit allen Bedingungen verrichten, die Allah genannt und gesetzt hat. Genauso hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf das Freitagsgebet aufmerksam gemacht und gesagt, dass ihr an dem Freitagsgebet teilnehmen sollt und von dem Khutbah des Imams profitieren sollt. Und ihr habt in euch eine gute Änderung hervorgerufen und ihr sollt versuchen, das bis zum nächsten Freitag beizubehalten. Ihr sollt versuchen, diesen Dingen Folge zu leisten, die genannt wurden. Und wenn dies passiert, dann wird der eine Freitag bis zum anderen Freitag wird euch die Kraft geben, euch vor Sünden zu bewahren und wird euch eure Sünden vergeben. Und hier wurde gesagt, von einem Freitag auf den anderen Freitag, das heißt, jeder Freitag ist notwendig und Pflicht. Genauso wurde die Bedeutung des Ramadan klar gemacht. Gute Taten zu vollbringen und mit Regelmäßigkeit zu vollbringen, erlaubt den Menschen, sich vor Sünden zu schützen. Es ist also wichtig, die Pflicht des Gebets einzuhalten und das Freitagsgebet zu verrichten und auch vom Ramadan mit jenen Bedingungen zu profitieren, die uns dann die Erlösung vor den Sünden geben und uns die Kraft geben, gute Dinge weiterzuführen. Wenn wir Taqwa erlangen möchten, dann müssen wir diese Dinge befolgen. Wenn wir die Nähe Gottes erlangen wollen, dann müssen wir diese Dinge befolgen. Wenn wir uns vergeben lassen wollen, dann hat uns Allah einen Weg gezeigt und wir müssen diesem folgen. Allah hat uns ein tägliches und ein wöchentliches, einen wöchentlichen und einen jährlichen Plan gegeben, den wir befolgen müssen. Ein Tagesplan, ein Wochenplan, ein Jahresplan hat uns gegeben, der für unsere Selbstreform wichtig ist. Und wer diese Hürden meistert und voranschreitet, der wird in der Lage sein, die Vergebung und Gnade Gottes zu erfahren. Wir sollten uns davon, die uns erleuchten, die deutlich sind, von die Wichtigkeit der Gebete und des Freitags verstehen. Und nach einem Jahr hat Allah uns den Ramadan gegeben, um uns jährlich zu reformieren. Er hat uns nicht das Jumatul Wida gegeben, dass ihr einmal im Jahr das Jumma verrichten sollt, sondern er hat uns einen ganzen Monat des Ramadan geschenkt. Wenn wir von den Segnungen des Freitagsgebets profitieren wollen, hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt, dass jeder 7. Tag, also jeder Freitag, ein Tag sein kann, der uns die Vergebung gibt. Jeder Freitag, der kommt, soll für uns bezeugen, dass wir mit der Furcht Gottes diese Tage verbracht haben und nichts getan haben, was Allahs Zorn auflädt oder nichts bewusst etwas getan haben, was uns die Unzufriedenheit Allahs gibt. Dann wird Allah uns unsere kleinen Fehler und Schwächen und Dinge, die offen bleiben, vergeben. Jeder Freitag wird bezeugen, dass dieser Mensch diesen Tag in Furcht verbracht hat. Genauso werden die Gebete, die täglichen Gebete, die, wenn sie gemäß dem Wohlgefallen Gottes verrichtet werden,
uns bezeugen, dass wir dies vollbracht haben. Und das bedeutet Ramadan und Erlösung. Diese Zeugnisse der Gottesdienste werden für uns sprechen und werden Mittel für unsere Vergebung sein. Über die Bedeutung und Schönheit des Freitags hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gesagt, der beste Tag unter den Tagen ist der Freitag. Ihr sollt an diesem Tage mich am meisten lobpreisen, denn eure Lobpreisung wird mir präsentiert. Und den heiligen Propheten Moses zu lobpreisen, Durud zu verrichten, ist ein ständiges Gebot Allahs. Und dieses Durud wird immer dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgelegt, auch nach seinem Tode. Das ist also eine weitere Segnung des Freitags. Es wurde nirgends gesagt, dass das Durud des Jumatul Wida dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam präsentiert wird, sondern jeder Freitag ist ein Tag, in welchem, wenn wir das Durud verrichten, dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies vorgetragen wird. Und wir sind glückliche Menschen, wenn wir zu jenen gehören, deren Lobpreisung dem heiligen Propheten vorgelegt wird. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Das sind die Segnungen des Freitags, für die wir uns bemühen und jeder von uns bemühen sollte. Allah gibt uns großartig zurück und er sagt, über die Wichtigkeit des Freitags, wenn ihr die Bedingungen des Freitags erfüllt, dann könnt ihr zu euren Beschäftigungen und zu euren Angelegenheiten zurückkehren und die Segnungen Gottes suchen. Wenn ihr diese Beschäftigung beiseite legt, werdet ihr so nicht nur spirituelle Segnungen bekommen, sondern nach dem Freitagsgebet sollt ihr eure Beschäftigung wieder aufnehmen und ihr werdet die Segnungen Gottes erfahren. Im zweiten Vers heißt das, dass ihr die Segnung Gottes suchen sollt nach dem Freitagsgebet. Allah wird eure Arbeit segnen. Das ist eine Garantie, die Allah uns gegeben hat, dass durch seine Segnungen wir verdienen können und durch seine Segnungen wir, wenn wir diese wenige Zeit opfern, dann wird Allah unsere Geschäfte segnen. Und wenn wir für Gott für einige Zeit unsere Arbeit beiseite legen, dann wird Allah, der alles tut und alle Kraft besitzt, auch eure weltlichen scheinbaren Bedürfnisse und Dinge, die übrig bleiben, beseitigen und er wird euch Segnungen gewähren. Er sagt also, dass ein gläubiger Mensch sein Verdienst auch eine Segnung von Allah ist. Allah verbietet nicht zu verdienen, sondern alles muss zu seiner bestimmten Zeit passieren. Diese zu befolgen ist wichtig. Das ist das Gebot Allahs. Wir sollten also diese Segnungen suchen und das, was ihr tun sollt, sollt ihr nach dem Freitagsgebet tun. Und dann werdet ihr die Segnungen und Gnaden Gottes erfahren. Aber es ist wichtig zu wissen, dass trotz dieser weltlichen Angelegenheiten wir nicht Gott vergessen sollten. Auch das hat uns Allah gesagt. Sondern ihr sollt euren Mund und eure Zunge von dem Gedenken Gottes, immer mit dem Gedenken Gottes beschäftigt halten. Und auch die weltlichen Angelegenheiten sollten gemäß Gottes Gebot sein. Ihr sollt nicht betrügen, ihr sollt nicht lügen, ihr sollt nicht Schwäche zeigen, ihr sollt nicht andere Menschen betrügen. Wenn das Teil eurer Arbeit ist, dann werdet ihr sündige Menschen sein und ihr werdet nicht Gottes gedenken, indem ihr dies tut. Allahs Gedenken, Gottes Gedenken soll euch davor beschützen. Wie in der letzten Freitagsansprache auch gesagt wurde, jede Arbeit, die wir tun,
sollten wir wissen, dass Allah uns sieht. Und wenn wir dies wissen, dann werden wir in der Lage sein, Gottes zu gedenken und auch jene Verantwortung, die uns auferlegt sind, werden wir erledigen können. Der heutige Tag, wenn wir den heutigen Tag als wichtig erweisen lassen wollen, dann so, dass wir heute oder morgen den Ramadan verlassen, aber wir werden niemals für ein ganzes Jahr uns von dem Freitagsgebet ausschließen, sondern auch am nächsten Freitag werden wir genauso dem Freitag der Wichtigkeit beimessen wie dem heutigen Freitag. Und jene Schwächen, die wir in der Vergangenheit hatten, sollten wir für die Zukunft beseitigen und versprechen, diese zu beseitigen. Wenn das der Gedanke ist, dann werden wir den Freitag nicht verabschieden, sondern wir werden unsere Schwächen, unsere Sünden, unsere Fehler werden wir uns von denen verabschieden und werden versuchen, die Zuflucht Gottes zu suchen und von den Segnungen des Ramadans zu profitieren. Ist genau dies, dass wir jene guten Dinge, die wir im Ramadan getan haben, dass wir diese zumindest beibehalten bis zum nächsten Ramadan und den nächsten Ramadan genauso willkommen heißen. Weder sollten wir den Gedanken haben, dass wir den Freitag verabschieden, noch sollten wir denken, dass wir den Ramadan verabschieden wollen. Noch sollte der Gedanke in uns aufkeimen, dass wir uns von unseren Gottesdiensten verabschieden, die wir im Ramadan begangen haben, von denen wir gekostet haben. Wenn jemand dies nachdenkt und diesen Gedanken hat, dann wird er dem Sinn seines Lebens sich entfernen. Und wer sich von dem Sinn seines Lebens entfernt, der entfernt sich von Taqwa. Und wer sich von Taqwa entfernt, der entfernt sich von den Segnungen Gottes und er kann die Segnungen Gottes niemals erlangen. Im Ramadan, alles, was wir erlangt haben, was wir versucht haben, haben wir also mit unseren eigenen Händen verloren, wenn wir dies tun. Und jener Erfolg und jene Aufrichtigkeit, und jener Erfolg, den Gott uns versprochen hat, diesen haben wir beiseite gelassen. Allah hat das Gebot des Fastens und das Resultat des Fastens als Taqwa bezeichnet. In den Versen über Ramadan, über das Fasten. Heute müssen wir versuchen, dies zu überprüfen, ob wir dieses Ergebnis erlangt haben oder nicht. Oder ob wir unsere Schritte dahingehend getan haben oder nicht. Und ob wir versprochen haben, ob das, was wir erlangt haben im Ramadan, ob wir versprechen, dass wir darauf feststehen werden und das weiterführen werden. Der verheißene Messias, alaihissalatu wassalam, hat uns über Taqwa und die Feinheiten des Taqwa erklärt. Und er sagt, ihr sollt oft den heiligen Koran lesen und ihr sollt eure Schwächen aufschreiben. Dinge, die der heilige Koran als schlecht genannt hat, sollt ihr aufschreiben. Und dann sollt ihr durch die Segnungen und Hilfe Gottes versuchen, von diesen Schwächen und Fehlern fernzubleiben. Das wird die erste Stufe des Taqwa sein. Wir sollten also, wir haben im Ramadan das gehört, wir haben den Heiligen Koran gelesen, versucht zu lesen und versucht zu verstehen. Viele von uns haben auch gelernt, was gute und schlechte Taten sind gemäß dem Heiligen Koran. Rechtschaffene Dinge kommen später. Die erste Stufe des Taqwa ist, dass wir von den Sünden und Fehlern, die der Heilige Koran genannt hat, dass wir diese aufschreiben und versuchen, uns von diesen fernzuhalten. Und von diesen fernzuhalten, lässt den Menschen die erste Stufe des Taqwa
beschreiten. Das heißt, der Messias Wessam sagt, es ist in der Tat wichtig, sich von schlechten Dingen fernzuhalten, aber das ist die erste Stufe. Eure guten Dinge sind damit nicht beendet und eure Rechtschaffenheiten sind damit nicht beendet. Das reicht nicht aus, um Gott zufriedenzustellen. Man sollte sich vor üblen Dingen fernhalten, aber dann auch gute Dinge tun. Denn ohne dies können wir nicht uns erlösen. Wenn wir keine guten Werke tun und uns nur vor schlechten Dingen beschützen, können wir keinen Taqwa erlangen. Wenn wir das Wohlgefallen und die Nähe Gottes haben wollen, dann müssen wir gute Taten begehen und ohne dies können wir nicht das Wohlgefallen Allahs erlangen. Diese müssen wir immer wieder tun. Wer hochmütig ist und denkt, dass er keine schlechten Taten begeht und stolz darauf ist, er ist unwissend, er ist töricht. Denn der Islam möchte den Menschen nicht dahin bringen, dass er sich vor üblen Dingen fernhält, sondern der Islam möchte, dass man alle üblen Taten bis ins Detail weglässt und stattdessen rechtschaffene Taten mit Aufrichtigkeit und Wahrheit begeht. Ihr sollt diese Rechtschaffenheiten mit Aufrichtigkeit begehen. Wenn beide Dinge nicht vorhanden sind, könnt ihr euch nicht erlösen lassen. Dieser Ramadan und auch dieser Freitag und unsere Gottesdienste sollten uns darauf aufmerksam machen, dass wir die erste Stufe des Taqwa, gemäß der ersten Stufe des Taqwa, uns von den üblen Taten freihalten müssen und zum zweiten alle frommen Dinge, alle guten Taten begehen müssen. Es ist also keine Rechtschaffenheit, dass wir bloß uns vor, dass wir jetzt gewohnt sind, das Gebet zu verrichten. Und wenn wir nach dem Gebet üble Nachrede begehen oder Sünden begehen, dann bringt es uns nichts. Ihr habt also die erste Stufe gar nicht getan. Am Freitag, an dem die Gebete erhört werden und der heilige Prophet gesagt hat, dass es einen Zeitpunkt gibt, in dem die Gebete erhört werden. Es gibt einen Zeitpunkt, sagt der heilige Prophet, in dem alle Gebete am Freitag erhört werden. Das habe ich bereits erwähnt. Wir sollten auch dafür beten, vor allem, dass der Ramadan uns die Kraft gibt, uns von allen üblen Dingen zu befreien und zu erlösen und uns die Kraft gibt, mit Aufrichtigkeit alle guten Dinge zu tun und wir wahre Taqwa erlangen und die Wege des Taqwas beschreiten und den Sinn der Sendung des Weißen Messias al-Islam vollenden und die islamischen Lehren zum Teil unseres Lebens werden lassen und der Welt diese schöne Lehre zeigen und sagen, dass dies jener Glaube ist, der den Menschen mit Gott verbindet und der den Menschen die Kraft gibt, den Menschen recht zu leiten, dass das die Religion ist. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. Sie sollten auch beten, dass Allah alle Ahmadis, die in Schwierigkeiten sind, von diesen Schwierigkeiten befreit und die auf irgendeine Art und Weise besorgt sind, dass Allah ihre Sorgen wegnimmt. Ebenso möge Allah auch der muslimischen Gemeinschaft die Weitsicht und Kraft geben, dass sie den Imam der Zeit erkennen und sich so von üblen Dingen und Tyrannei und Sünden befreien. Möge Allah ihnen die Kraft geben, von dieser Tyrannei sich zu befreien. Und die Tyrannei und Barbarei, die sie selber begehen, möge Allah sie davor bewahren. Und möge die wahre Lehre des Islam in der Welt. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.